Lieben, ich zeige euch jetzt, wie ihr diesen tollen Bräutigam gestalten könnt. Der ist natürlich passend zu unserer Braut da hinten und die Anleitung findet ihr in unseren Tutorials. Das ist ganz einfach gemacht und vielleicht ist das sogar ein tolles Geschenk für eine nächste Hochzeit oder vielleicht die Hochzeitstorte selbst. Auf jeden Fall jetzt Schritt für Schritt in der Anleitung und viel Spaß beim Nachmachen. Den Körper habe ich bereits mit schwarzem Fondant eingedeckt. Wie ihr das macht, seht ihr in den Basics. Aus etwas weißen und schwarzen Fondant knete ich grau für die Weste. Ich lasse es etwas marmoriert, denn der Effekt ist viel schöner. Rollt das Fondant dünn aus und schneidet ein V daraus. Das setzt ihr mittig an den Schultern an. Nun rolle ich weißes Fondant für das Hemd aus und bilde ein Dreieck mit einer Rundung ab. Diese setze ich auf den Hals in das V. Als Übergang rolle ich graues Fondant aus und schneide eine dünne Bahn. Diese setze ich zwischen Hemd und Weste. Mit einem Werkzeug markiere ich die Mitte von Hemd und Weste. Den Kopf könnt ihr nun bereits wieder darauf setzen. Aus etwas Rot und Weiß mische ich Rosa für die Fliege und das Anstecktuch. Ich rolle das Fondant aus und bilde ein längliches Rechteck ab. Die Enden schlage ich jeweils zur Mitte zusammen und raffe es etwas. Darauf lege ich einen dünnen Streifen Fondant. Für den Kragen schneide ich eine dünne Bahn aus und lege sie um den Hals. Für die Hemdknöpfe benutze ich eine Silikonform. Dazu drücke ich etwas Fondant hinein und stelle es kurz kalt, damit ich die Knöpfe besser aus der Form lösen kann. Für das Bündchen am Bauch rolle ich schwarzes Fondant aus und bilde eine dünne Bahn ab. Diese setze ich nun am unteren Rand an. Eine weitere Bahn benötige ich für die Jacke. Sie beginnt am unteren Teil der Weste. Ich lege sie bis an den Hals. Eine weitere setze ich mittig an.
Nun kommen die Knöpfe zum Einsatz. Für das Einstecktuch rolle ich rosa Fondant aus und raffe es etwas zusammen. Mit etwas Schwarz bilde ich die Tasche ab. Für die Hufe forme ich aus jeweils 25 Gramm braunem Fondant zwei Kugeln und drücke sie etwas platt. Mit dem Werkzeug bilde ich zwei Kerben ab. Die Hufe setze ich nun mittig auf den Bauch. Aus jeweils 70 Gramm schwarzem Fondant forme ich die Arme. Mit dem Werkzeug drücke ich Armfalten ein. Nun werden sie rechts und links angebracht. Aus zwei weißen Bahnen werden die Hemdärmel nachgestellt und dann mit Schwarz noch zwei Bündchen darüber gesetzt. Mit etwas Weiß forme ich zwei Augenbrauen. Unser Bräutigam erhält nun noch zwei Ringe aus gelbem Fondant. Und nun seid ihr auch schon fertig mit eurer außergewöhnlichen Hochzeitstorte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen.